Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Charity-Versteigerung hier auf dem Kanal. Mache ich ja immer wieder mal solche Aktionen. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass wir da schon viele erfolgreiche kleine Aktionen gestemmt haben. Und es war ja jetzt wieder dieses schreckliche Erdbeben und Tsunami da in Indonesien. Da habe ich gedacht, komm, da schaue ich doch, ob ich da nicht auch eine kleine Spende wieder mit eurer Hilfe zusammen bekomme. Ich habe hier wieder zwei wunderbare Taschenmesser bekommen von einem anonymen Spender, der nicht genannt werden will. Er weiß Bescheid an der Stelle. Recht herzliches Vergelt's Gott und ich hoffe, du trinkst auch gerade einen Kaffee aus meiner Hillbilly-Tasse. Von daher, Bombe, wenn du solche Leute an der Hand hast, das ist wirklich unglaublich, was du da immer wieder für Aktionen machen kannst. Darum habe ich gedacht, machen wir heute am Feiertag. Es läuft ja parallel dazu, könnt ihr ja was gewinnen im Giveaway, könnt ihr mitmachen, da könnt ihr gratis zwei Sachen abstauben. Da haben wir gesponsert von Tools for Chance hier diese wirklich coole Vanquest-Sammeltasche raus und ein Manly Comrade. Das könnt ihr im anderen Video gewinnen und hier können wir für die Taschenmesser-Fans, die sagen, komm, ich mal ein paar Euro locker und steigere da mal mit, eins dieser beiden Messer ersteigern. Das läuft ja ab wie immer. Ich werde unten zwei spezielle Kommentare einblenden, unter denen könnt ihr bieten. Wenn ich das jetzt dann freischalte, wird das so gegen Mittag werden. Und es ist ja so, ich habe morgen frei, das heißt, wir können das heute am Mittwoch laufen lassen und morgen den ganzen Donnerstag. Und ich würde mal sagen, Donnerstagabend 20 Uhr. Donnerstagabend 20 Uhr, schauen wir mal, wer das höchste Gebot auf eins dieser beiden Taschenmesser abgegeben hat. Und das werden wir dann ans DRK spenden mit dem Betreff eben Indonesienhilfe bei diesem Erdbeben und Tsunami. Und ja, würde ich sagen, schauen wir die Dinger mal ein bisschen genauer an, auf was ihr jetzt hier steigern könnt. Das sind zwei wirklich tolle Taschenmesser. Okay, also gehen wir mal runter auf den Tisch. Okay, fangen wir mal mit diesem schönen Case aus den USA an. Es ist das Modell 65305, ein Mini Trapper Bones Deck. Also was klassisch Traditionelles aus den USA. Und ich finde, das hat eine wunderschöne gold-hellbraune Farbe bekommen. Das sind ist keine Horn, das ist Knochen, aber das wird hier so gefräst und geflammt und gefärbt. Und dann sieht das richtig cool aus. Wir haben hier Neusilberbacken, sauber runtergeschliffene Messingplatinen, Edelstahlfedern, hier diese Bone-Griffschalen und wir haben zwei schöne Klingen. Eine mit hier diese Klingen mit diesem extremen Clip-Points, Hohlschliff, richtig schön scharf, feines Schneideisen und noch eine zweite Klinge, eine schöne Schiebfut, tolle Schneideigenschaften, ebenfalls Hochschliff, Hohlschliff und Hochglanz poliert. Hier innen drin haben wir dann die 65207W SS Stainless Steel. Zwei wunderschöne Klingen mit guter Alltagstauglichkeit und ja, so ein bisschen amerikanischer Trapper-Style eben, was mir auch gut gefällt. Hier sind die Platinen innen sauber gerundet und gebrochen. Keine scharfen Kanten an dem Messer. Hier innen wunderschönes, sage ich mal, ja, etwas Trapper-Style Gentleman-Knife. Das Taschenmesser für den Gentleman mit Outdoor-Vorlieben. Und von Böker noch eine wunderschöne Klinge. Ja, Böker Solingen. Kommt hier mal in der Box. Ihr seht schon, eine Limited Edition Nummer 54. 110, 526. Und dann schauen wir mal rein, was es ist. Weil die Nummern sagen einem ja nicht immer gleich so viel. Hier haben wir ein Zertifikat. Hier haben wir nämlich auch wieder ein Modell Trapper. Und zwar, da gibt es ja immer diese CDC, diese Limited Editions, die rausgebracht werden in Verbindung zwischen Böker und irgendwelchen Händlern. Hier haben wir das damals für Waffenbock in Frankfurt herausgebrachte. Das ist das Nummer 54 von 100. 1,4034er Stahl, Flachschliff, satiniert, Neusilber und Pflaumenholz. Mal sehr schön.
Aber hier das gute Stück mal anschauen. Alles original verpackt, nicht gebraucht. Alles Vitrinenstücke. Und hier, also das ist ja ein wunderschöner Braunton. Pflaumenholz. Sehr schön. Es fühlt sich super weich an. Wunderbar runtergeschliffen mit den Pins. Neusilberbacken, Messingplatine, Edelstahlfeder, Slipjoint, das Trapper. Gibt es ja in unzähligen Ausführungen. Manchmal variiert der Stahl, manchmal die Griffschalen. Und hier wunderschönes Pflaumenholz. Wiederum ein schönes Gentleman Knife im Trapper Style, hier mit etwas größerer Klinge. Hervorragend gutes Alltagsmesser, kann man sich schön in die Hosentasche stecken und sich mal beim Vesper verwenden. Hier haben wir auf der Klinge nochmal gemarkt, Nummer 54 von 100, Germany Stainless Steel, Habücker & Co. Solingen mit ihrem Kastanienbäumchen als Logo, aber hier Pflaumenholz, das ist ja eine wunderschöne Maserung, ein schönes, kräftiges Dunkelblau. Ich denke, wenn man da, ich weiß nicht, mit einem Ballistol getränkten Ölläppchen drüber geht, kann man dem Ding wahrscheinlich noch eine kräftigere, braunere, glänzende Farbe verpassen. Aber ich lasse das hier mal schön original. Ja, das sind die beiden Stücke, auf die ihr bieten könnt. Eröffnungsgebot, würde ich sagen, fangen wir klassisch bei einer 1-Euro-Auktion an. Also es werden zwei Kommentare drunter erscheinen. Unter jedem kann dann der Erste, der hier mitmachen möchte, ein Gebot abgeben. Bitte so in geraden Euro zahlen, wenn möglich, und nicht nur irgendwelche Centbeträge. Und dann könnt ihr da mal drauf bieten bis morgen Abend 20 Uhr. Und dann schauen wir mal, welche zwei Zuschauer hier den Zuschlag für eins dieser schönen Taschenmesser bekommen. Und dann werden wir damit ein bisschen eine Spende zusammenbauen. Ich werde es dann noch aufrunden auf den nächsten 10er. Dann machen wir eine schöne glatte Summe ans DRK für die Erdbeben-Tsunami-Hilfe in Indonesien. Ja, Freunde, ihr seht, hier gibt es zwei wunderschöne Gentleman-Taschenmesser zu ersteigern. Macht mit. Schaut mal in eurer Geldbörse, ob ihr da nicht ein bisschen was locker machen könnt und sagt, okay, komm, da steige ich ein. Das sind zwei coole Taschenmesser, da biete ich mal mit. Und wer weiß, vielleicht bekommt ja einer von euch den Zuschlag auf eins dieser schönen Gentleman-Knives hier im traditionell klassischen amerikanischen Trapper-Style. Ja, und jedes Mal, wenn ihr da mit dem Messer draußen unterwegs seid oder in der Vesper-Pose, dann wisst ihr, mit eurem Gebot habt ihr eine Kleinigkeit Gutes getan. Und dann werden wir hier wieder eine schöne Charity-Spende zusammenkriegen. Hat ja schon so ein bisschen fast Tradition hier so hier auf dem Kanal. Und beim Stefan, der ist ja da auch immer super dabei mit jährlichen Aktionen. So was halt geht, hauen wir halt hier wieder raus. Ne? Und im anderen Video gibt es gerade hier zwei coole Preise in einem Feiertags-Giveaway. Also, ihr seht, es lohnt sich hier immer wieder mal reinzuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen früh zur Verlosung der beiden Präsente hier. Das lasse ich ein bisschen länger laufen, da ich morgen frei habe. Werden wir die morgen Vormittag machen, also können wir morgen früh noch schnell mitmachen, wer es vergessen hat. Und morgen Abend schauen wir, wer hier den Zuschlag auf eins dieser schönen Trapper-Taschenmesser bekommt. Okay, dann sage ich an der Stelle schon mal ein recht herzliches Vergelt's Gott für alle, die hier kräftig mitbieten, und natürlich an den anonymen Spender dieser tollen Messer. Du bist echt klasse Kerl. Okay, Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen Feiertag. Genießt, naja, bei dem schönen Wetter kann ich jetzt nicht sagen, im Schwarzwald ist es schon kalt und es schüttet, aber gibt ja, wie heißt, kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, kann man ja trotzdem ein bisschen rausgehen oder einfach einen schönen Tag mit der Familie verbringen. Okay, Freunde, wir sehen uns morgen gleich zweimal zur Verlosung und Versteigerung. Freunde, macht mit. Danke. Ciao. Bis morgen. Euer Hebel. Macht's gut. Bye, bye.